Bei uns wohne ich auch ein paar Tiere. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was die erst so den lieben langen Tag denken. Zum Beispiel auch über Politik oder meine Kandidatur. Und so habe ich die Idee gehabt, man könnte sie auch mal direkt fragen. Zum Beispiel der Jojo, eine von unseren Zwerggeissen. Ich bin der Jojo. Ich zeige euch das erste Mal, was bei uns so alles auf der kleinen Farm daheim ist. Hier waren also mal die Laufenten. 5 Mädchen und ein Bub. Und natürlich die beiden Ältesten bei uns, der Black und seine Freundin Bianca. Dann gibt es noch die 4 Siedehühner mit der grossen Dame im Schneeflöckli. Und nicht vergessen dürfen wir unsere Gäste, die fiesigen Bienen. Ah jo, natürlich und die beiden Katzen. Hier der eine davon, der Finn. Jetzt wollen wir doch mal schauen, warum die kleine Farm manchmal fürs politische Leben ist. Für die einen ist Politik eher ein Gegacker. Oder ein bisschen viel Lärm. Für wenig. Ein paar finden, Politik sei langweilig, zum Einschlafen. Für den Tommy meint Politik im Team unterwegs sein, zuhören und miteinander reden. Suchen nach neuen Wegen. Er sagt, es braucht gute Ideen für gute Lösungen. Und manchmal muss man sich auch ein bisschen durchbissen. Also, wir alle hier kennen ihn als einen, der nicht aufgibt, wenn es einmal schwierig wird. Für uns beide ist der Fall klar. Wir würden ihn auch zum Regierungsrat wählen.